Achso, ich muss auch wieder das Spiel anmachen, ne? So und so und so. Ganz schön laut, ey. So ist okay, wa? Ist nur auf Englisch, das ist halt einzig dumm vielleicht, aber ein bisschen Englisch kann ich ja. Zumindest das, was ich brauche. Das ist so das Hauptding. Erst ist ein Charakter. Die anderen kann man sich frei kaufen, habe ich festgestellt. Das habe ich leider erst spät gemerkt. In den Runs sammelt man diese blauen Flammen. Das ist quasi so gesehen die Währung. Und wenn ich hier drauf klicke, kann ich quasi auch dafür dauerhafte Upgrades kaufen. Zum Beispiel ein Soul Heart von Anfang an dabei. Oder ich starte auf Level 1, also ein Level höher. Das hier habe ich mir gekauft. Ich recover quasi ein Herz nach jedes Mal, wenn ich irgendwas aufgehoben habe. Und ich habe mir das hier gekauft. Wenn ich sterbe, werde ich einmal wieder geboren. Mit einem Herz. Also pro Level, das heißt, ich kann das halt dreimal upgraden. Ne? Oh. Hi, my name is Mac, kann ich nicht. Ja. Genau, Gifts sind, glaube ich, einfach nur so Sachen, die man sich anziehen kann. Ja, genau, von Anfang an quasi. Starte mit 5 Bomben. Nein, nee, gar nicht. Das ist auch andere Sachen. Only somebody with a wish for death would. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ein scheiß Schwert oder was? Kriege ich von Anfang an? Weiß ich nicht. Kostet 10.000 Seelen, aber was weiß ich, ey. Aber ich glaube, ich guck mal, was hier für ein Charakter gibt. You gain single more attack speed per heart container. Ist nice. Hier ist so ein Magic-Typ. Gain a soul heart when you enter a new floor. Moment, scheiße. Nee, okay, Floor. Es gibt, glaube ich, es gibt Floors und jedem Floor gibt es 10 Räume. Ich dachte gerade, pro Raum kriege ich eins. Das wäre halt ziemlich krass, aber pro Floor ist dann wieder so, weiß ich nicht. Da haben wir ja einen Archer. Okay, ein zufälliges Konsumgut kriege ich. Fire Mastery. Weapons that don't deal fire damage are infused with fire weapons. Damage. Das klingt gar nicht verkehrt. Wobei, dann muss ich halt Waffen nehmen, die halt keinen Feuerschaden machen, theoretisch, ne? Ja, Prozent mehr Damage für Maximum Armor. Okay. Recover 3 Hearts when you enter a new floor. Das ist tatsächlich ganz geil. Hat sogar 3 HP. Stärke und Initiative. Also Intelligenz, nicht Initiative. Ich denke mal, Initiative ist von Pokémon, weißt du, es ist aber Intelligenz. Ja, Dex ist irgendwie so ein Ding, was so für Fernkampfwaffen, also so für Bögen und so ein Scheiß geht und Stärke, so nahkampftechnisch und glaube ich Energie. Ich check das selber gerade nicht so ganz so, was diese Werte exakt so verursachen. Steht auch nirgendwo. Auf jeden Fall kaufe ich mir die Klerikerin mal frei. Zack. Dann guck ich nochmal ins Lagerfeuer. Dann kaufe ich mir auch noch eben irgendwas Krasses. Zum Beispiel ein Solar zu Beginn finde ich immer nice. Der erste Hit, den du take, ist Boss. Nein, ein Bossraum macht nur halb so viel Schaden. Oder ein halbes Herz. Wow, für einen Hit, weiß ich nicht. Wobei, ist quasi wie ein Free-Hit, ne? Aber warum nicht? Dann, Entering Room, deal 10 more Damage, increase Damage per Level für 4 Sekunden. Okay. Headshot against enemies moving away from you. Okay. More Damage against Bosses per Level, das ist geil. Gegen Bosse Schaden ist immer gut. Bonus Damage per Level if enemies is weak to attack. You can reroll trades. Nah. Price of Items in Shops bei 5%. Okay, auch ganz gut. Next Fulfiller, when you dash. Ja. When you die, you are. Achso, das habe ich schon Relive. Das kann ich auch eins auch einmal pushen. Habe ich 2 Leben wenigstens. Ja, oder 3, komm. Dann, zack, play.
Dann machen wir heute mal anfangen, wa? Für eine Runde. Bob. Na, man ist ja so ein Typi. Was ist das denn? Okay. Die Bibel. Ist ein. Das macht 200 bis 250 Damage. Okay. Ja, irgendwie so. Die kreisen so mich rum quasi. Ich muss eigentlich nur rumlaufen dann. Eigentlich gar nicht schlecht. So, das ist der erste Raum. Ich kann mir jetzt aussuchen, ich gehe in den rechten Raum, kriege dafür Bomben oder dann links kriege ich am Ende quasi ein Steak, was mir einen Stärke-Bonus gibt. Wenn ich solche Sachen nehme, zum Beispiel die auf Stärke, dieses Dex-Ding oder auf Intelligenz gehen, geht auch mein Level danach hoch. Wenn das Level voll ist, kriege ich einmal diese Auswahl mit diesen drei Dingern, die mir so einen krassen Boost geben. Ja, echt so, das ist Facebook. Das ist Bibel, Bibel in der Face, Alter. Book. Ich nehme eine Stärke damit, wenn ich schaffe. So, guck mal. Ja, genau das ist es auch hier. Aber irgendwie auch nicht so geil, weil du musst die Distanz immer einhalten. Das ist so ein bisschen anstrengend. Ist jetzt ist mein Level so ein bisschen hochgegangen. So, nehme ich Bomben oder nehme ich ein bisschen Geld? Ist ja nämlich Bomben, ich habe noch keine Bomben. Die braucht man auch quasi, weil manchmal sind so Türen versperrt, um die aufzusprengen. Und für so Sachen. Bombe. Zwei Stück. Genau, jetzt gibt's rechts einmal eine Birne oder ein bisschen Gold. Jetzt nehme ich die Birne mit. Brauche ich die Birne? Ne, ich will auf Level Up gehen. Ich gehe mal erstmal aufs Level Up. Birne. Nochmal eine Stärke oder Bombe. Gehen nochmal auf Stärke. Ich habe 4 Herzen. Okay. Wie viele Herzen hatte ich am Anfang gehabt? Das weiß ich gerade gar nicht. Waren es auch 4 Herzen plus das eine Soul Heart? Weiß ich gerade nicht. Ein Event, ein random Event. Was haben wir denn hier dann? Okay, ich kann einmal interacten. Hier ruht ein krasser Held. Ja, wir haben hier gegen Unschuldige zu beschützen gekämpft. The Heroes Legacy erfüllt. Ja, dann das erfüllt mich mit hier Gedöns. Ja, okay, ich auch nicht, ist halt das Dumme. Hier gehe ich, obwohl ich einen Key gebrauchen könnte. Ich gehe, mache jetzt mein Level voll hier. Wow! Voll die fiesen Gegner hier, ey. Nom nom, level up! Ach, warte mal kurz. So. Okay. An sich ja, aber das Ding kreist ja immer so. Ich muss quasi immer die Distanz zum Gegner halten. So, klar, im letzten Run hatte ich eine Sniper. Das war einfach mega geil. Die hat übelst Damage gemacht. Ich musste halt quasi nur den Gegner einmal so an. Na gut, die musst halt dann auch treffen, ne, logischerweise, ne? Hier muss halt nur passiv rumlaufen. Hat beides Vor- und Nachteile, aber damage-technisch war die Sniper schon krass. 50% increased damage bonus from Mana. So, das habe ich auch noch nicht geblickt, so wie man Mana kriegt. Es gibt halt so ein Base-Ding für Mana. Muss man dafür Magier sein, um Mana zu kriegen? Weil letztes Mal hatte ich halt keinen Magier, hatte in der Zeit 0 Mana. So, keine Ahnung, wo das herkriegt. 10% mehr Damage per Enemy in the Room. An sich ganz cool. Wenn es voll ist, dann machst du Clear auch schneller. Oder den State, das ist auch nicht schlecht. Chance, einen Lightning zu triggern. Was willst du nehmen? Ja,
Und hier weiß ich halt nicht, ob ich es überhaupt kriege, wegen Mana. Das ist halt ganz geil, um den Raum zu clearen. Ja, ich bin auch bei 2 oder 3 tatsächlich. Ich nehme den Brawler, das ist eine nice Sache. Ja, no lot. Ich nehme mal ein bisschen Geld mit jetzt. Keine Ahnung. Also, das ist so, was ich an Infos habe, ne? Ich habe 80 Leben, keine Rüstung. So 20, also ein Ding ist quasi wie 20, wie ein 20. Hier 20 von 40 Mana. Ich habe keine Ahnung, woher ich Mana kriege. Oder wann es aufgebraucht wird. Wobei, hier ist ja Mana Degeneration Rate. Also, ich degeneriere pro Sekunde 7,5 Mana. Und wie regeneriere ich das? Keine Ahnung. Nur ist der Damage Bonus pro Mana, also ein halbes Prozent. Stamina, ah ja, Stamina ist übrigens dafür da, man kann hier rumlaufen und das kann man so dashen, das verbraucht ein Stamina. Regeneriert sich aber auch dann relativ schnell wieder. Hier sind 2 Sekunden. Stärke 5, ja gut, was die Werte genau machen, das habe ich auch keine Ahnung, das steht halt irgendwo, ne? Klar, logischerweise, ne? Verbessert Waffen, die auf Stärke beruhen. Das hier Waffen, die auf Range-Gedöns beruhen, das hier was auf Zauber beruht, okay. Die drei Dinger waren immer auf Null bei mir, keine Ahnung, was es bringt. Was Luck bringt, weiß ich auch nicht. Vermutlich ähnlich wie bei Potato, dass du da bessere Items kriegst oder so, keine Ahnung. Offensive, das ist mein Base Damage und das ist halt mein Total Damage, wo ich auch keine Ahnung habe, wie er sich genau berechnet. Denk mal, irgendwie aus dem Zweierwert plus diesen Damage Boost von Scaling, keine Ahnung. Ach so, da bin ich halt vor. Aber warte mal, ich gehe nochmal zurück. Ich könnte mich. Plus 11% Damage. Was heißt das genau? Oh, warte mal. Heißt das 0,5 pro Mana? Ah, ja, kann ich gar nicht. Vergiss es. Oder? Nee. Auf jeden Fall stand hier einfach. Dieses STR Stärke Proficiency plus 0. Und hier ist halt, ne, dieses Dex Proficiency und Int Proficiency steht hier quasi. Was es bringt, keine Ahnung. Und hier halt auch, na gut, das ist logisch, ne, Attack Speed ist logisch. Crit Hit Chance ist logisch. Der Multiplier ist logisch. Ah, Damage Type, Physical und Magical. Physical Damage stiehlt. Irgendwie 0 von 112%. Check ich auch nicht so ganz, was diese 0 da heißt. Weil das überall quasi steht. Egal was für ein Damage ich mache. Also, ich blick nicht ganz durch, wie sich meine gesamten Schaden hier berechnen. So. Ist aber auch egal. Ich hol mal Gold. Gold. Nochmal, ist ein Key mit. Ein Schlüssel. Nicht nochmal Stärke mit. Jetzt kommt ein Boss. Gold, es gibt quasi dazwischen so random, gibt es dann zum Beispiel einen Händler, wo du andere Waffen kaufen kannst. Oder einen Schmied, wo man Waffen verbessern kann. Oder eine Taverne, da kannst du Bier kaufen. Das gibt dir quasi so einen Effekt, dass du in den nächsten 10 Räumen mehr Damage machst. Oder in der Taverne ist auch ein Heiler, der macht dir für 5 Gold, gibt dir ein Herz wieder oder so Geschichten. Dafür brauchst du halt Gold. Ich guck mal eben nach. Ich habe die Bibel. Ich habe eine Robe an. Revives you from death once. Okay, das ist das Item. Talisman, der gibt mir ein Herz mehr. Okay. Achso, das sind meine beiden Items. Deswegen habe ich so viele Herzen. Normalerweise hätte ich nur 2 Stück. Und durch die beiden habe ich jeweils plus 1, also insgesamt 4. Okay. Das heißt, ein Accessoire wird mir auf jeden Fall dann ein Herz wegnehmen, wenn ich es dann nehmen würde. Ich glaube, ich gehe auf die Waffe. Was dann kommt. Jetzt kommt der Boss. Der Devil. Nothing can, also nichts kann mich aufhalten. Ah,
Ah, scheiße. Der dumme Radius von dem. Verstehe ja nicht, du machst mich aggressiv. Der hat leider immer, der Boss hat immer zwei Runs. Oh. Ja, das war schon. Hier mal so ein paar Flammen, ne? Die Währung. Okay, jetzt haben wir einen Crimson Staff, der hat Rang C auf Intelligenz. 150 Damage, nur 4 Attacks per Shot oder so, keine Ahnung. Ich nehme es mal eben auf und vergleiche die Waffen mal. Hier habe ich alle 1,5, obwohl das Ding dreht sich ja im Kreis, ne? Kann man davon wirklich von Attack Speed sprechen? Dreht sich vielleicht schneller. 225. Also ich würde sagen, eigentlich ist der, obwohl der Rang besser ist, ist der beschissener. Hat aber eine höhere Reichweite. Attacks per second. Ja, stimmt. Das wird sein. Aber ich wusste den mal aus, weil das Muster der Angriffe ist immer ein bisschen anders. Kosmotier, Laserstrahl! Das sieht aus wie von Kosmotier der Laser. Einfach. Ja, das ist schon ganz nice. Ne, Magierwaffen sind meistens, also soweit ich weiß, immer Range. Okay, jetzt ist Floor 1. Geht bis Floor 10 wahrscheinlich. Ich bin sogar heute Mittag bis Floor 8 gekommen, was mich schon krass gewundert hat. Aber dank der Sniper, die hat einfach 1000 Schaden gemacht am Ende, die Sniper. Die war einfach überkrass. Tipps für Abenteurer. Weißt du, Alter, laber mich nicht voll, ey! There will be additional roll per luck you have. Ja, ja, ist mir egal. Contains a shrine. Also Schreine gibt's halt auch. Die geben dir quasi dann, wie ich eben meinte, wie so ein Bier quasi. Für eine gewisse Anzahl an Räumen ein Buff. Ja, habe ich auch vor einer halben Stunde so eingestellt, dass ich Tiny Rogue spiele. Das war ja eben, wo ich sagte, so ein Moment. Okay, der Laserbeam ist einfach mega geil. Ist ja voll OP, ey. Macht zwar keinen Schaden, aber ist ja voll geil. Oh, ich hab mein Herz verloren. Scheiße, sehe ich gerade. 25% mehr Damage. Jetzt können wir eben nachgucken. Für die nächsten 10 Räume. Ach so, Steam. Ah, ich hab Stream gelesen. Ein Buchstabe mehr oder weniger, naja. Aber Steam sagt da immer Bescheid, wenn ich ein Spiel spiele oder nicht. Aber ich sehe immer bei jedem, oder, na gut, man kann es vielleicht ausschalten, ne? Aber ich sehe immer bei jedem, wenn er irgendwas zockt. So, hier. Ja, okay, das ist natürlich auch ein bisschen seltsam so spät, ja. Hier könnte ich ein Herz recoveren, aber ich bin von den normalen Herzen ja voll, macht für mich keinen Sinn. Und das sind diese Schotter, die ich meine, die muss mit einer Bombe aufspringen. Grinds a random dice item. Ich krieg mal einen Würfel-Item. Mal schauen. Okay, das Beschissene an meinem Beam ist, ich sehe die gegnerische Projektile auch gar nicht mehr. Aber der macht ja so krass AOE-Damage. Reroll choices for next room. Cannot reroll special rooms. Gut, das ist quasi ein Item. Ich habe hier unten Items. Auch die alten Waffen, die ich quasi abgelegt habe. Und wenn ich diesen Würfel jetzt einsetze, dann sind diese beiden Türen werden die neu gerollt quasi. Hier nehme ich Intelligenz, weil ich bin ja sowieso auf Intelligenz. Yeah, ich bin der Terminator. So. Hier gibt es eine neue Waffe. Weiß ich aber nicht. Wobei, es kann schon geil sein. Grinds a random consumable. It's not a potion or infusion effect. Ich glaube, ich gehe mit der Waffe erstmal weiter. Ich finde die ganz nice. Was haben wir denn hier? Einmal Sake.
Es gibt mir einen Besoffenheitspunkt. Super. Das ist quasi wie das Bier, wovon ich gesprochen habe. Da gibt es auch Sake. Moment. Und das gibt. Okay, ich kann erstmal trinken. Danach weiß ich erst, was es bringt. Ich fühle mich besoffen. Ein Stack in Klammern 10% mehr Damage. Reduced by 1 in 10 Rooms. Ne, also pro Raum verliere ich einmal Damage für 10 Räume. Ja, sicher. Alkohol ist immer gut, sagt ja das Spiel doch hier, oder? Yeah, try your luck. Erstmal hier Glücksspiel streamen. Ich habe hier ein Placement für Glücksspiel. Guck mal, ein Gold einwerfen. Und gewonnen. Siehst du, so einfach ist das. Green Blossom ist ein Consumable. Gib mir ein Stamina für 10 Räume. Nehme ich mit. Ja, erstmal Casino-Stream einstellen. Nochmal. Ah, oh, verloren. Casino ist scheiße. Macht sowas nicht. Macht euch nur arm. Siehste. Das hat mein ganzes Geld. Nur scheiße. Ah, oh, gewonnen. Casino ist das Beste. Ich habe einen Key bekommen. Und wieder nix. Und wieder nix. Und wieder nix. Und gewonnen. Oh, mein ganzes Geld wieder zurückgewonnen. Und weiter geht's. Ab ins Casino. Lass es spinnen und gewonnen! Wieder ein Gold nur. Okay, ich habe meinen Einsatz zurückgewonnen. Weiter geht's! Und gewonnen! Ein Gold. Hallo? Weiter! Ah, oh, schade. Na. Oh, jetzt ist er kaputt. Scheiß Casino. Also, ich hatte das ja heute auch schon mal gerade. Einmal das Casino. Also du gewinnst da mehr, als du verlierst auf jeden Fall. Also es lohnt sich immer, das Ding komplett durchzuballern, habe ich so das Gefühl. So, Lock Chest. Stuff für Range Attackers. Da gehe ich mal hin. Ja, die Räume, die Individualität der Räume ist schon ganz cool. Könnte immer mehr sein natürlich, ne? Aber solche Sachen so, warum nicht? Insta-Clear. So, nehmen wir einen Key, machen die Kiste auf und da ist nur Scheiß drin. Ey, was ist das denn? Violet Outstanding Money Gun. Mega wenig Damage, mega wenig Attacks per Second. Braucht 2 Sekunden zum Nachladen. Gains plus 1 Base Damage per Gold you have. Ja, okay. Ist eigentlich eine coole Idee. Aber ich hatte letzten Run eine Sniper. Gut, das war eine One-Shot-Waffe, hat es nicht 24 Schuss gehabt oder so. Ich hatte, er hat nach ein paar Räumen einfach 1000 Damage gemacht. Und ich sehe in dem Game nicht, wie man 1000 Gold machen kann. 100 Gold ist schon mega krass. Ich musste halt mitnehmen. Ne? Also, solange ich Platz habe, nehme ich es halt mit. Aber es macht für mich keinen Sinn, die einzusetzen. Recovers One Heart brauche ich nicht, ich nehme Geld mit. Geld, Geld, Geld. Oh, nehmen wir noch einen Key mit. Obwohl, hier könnte ich auch rollen, aber ne, ich nehme noch einen Key, nehme ich noch mit. Nom. Oh ja, nochmal eine Frucht. Oder Medium Gold. Na, eine Frucht. Erstmal der Birne snacken. Njom. Okay, schon wieder Boss. Random Range Weapon oder ein Random Accessoire. Ich gehe doch mal auf Range Weapon, weil wenn ich die Sniper nochmal kriege, ja, dann bin ich out of game, ey. Oh, ich bin so kalt und einsam. Okay, was macht der? Ich sehe jetzt seine Attacks nicht, das ist dumme. Der ist schon fast tot, der Typ, ey. Wow. Also für ersten Run, ne? Fürchte dich nicht vor der Berührung des Todes. Der Tod ist ein Teil von uns. Wie sieht's denn hier aus? Ich hab das Gefühl, dass dieser Stab einfach, also ziemlich OP ist. Okay, erstmal den Scheiß hier oben einsammeln. Bevor
falls er despawnt. Okay, ist Feuer, ist eine Elementarwaffe. Plus 10 Damage. Macht Feuerschaden. Also ich teste sie mal kurz. Ich habe mich so ein bisschen in den Stab verliebt, bin ich ehrlich. Ich bin Legolas! Nee, da sehe ich mich nicht. Ich sehe mich eher so als Gandalf. Weiter geht's. Der war ja mega scheiße, der Bogen. Willkommen im Jungle! Einmal Stärke oder Gold? Ja. Hallo, Freunde! Ja, komm, Stärke. Achso, da ist noch einer. Gar nicht gesehen, den Typen. Hier ist ein Shop, aber ich habe zu wenig Kohle jetzt, um es zu kaufen. Bei mir wäre, glaube ich, Int das Beste, ja. Aber Damage ist, glaube ich, also für Level Up allein schon gut. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie noch einen anderen Effekt hat, Stärke. Keine Ahnung. Aber ich guck mal, was hier am Shop abgeht. Hier haben wir... Der kostet nur 6 Gold, ist ja geil. Ein Wand, Lightning, Elemente, bla bla, Stufe C. Macht nur 50 bis 50 Damage. Das ist jetzt irgendwie. Gut, ich hab keine Ahnung, vielleicht macht der irgendwie so ganz viele Blitze oder so, keine Ahnung. Weiß ich ja nicht. Green Blossom ist Consumable. Gib mir 1 Stamina für 10 Räume, okay? Oder Bomben. Ich kaufe, glaube ich, gar nichts davon. Ich kann mit dir reden, Junge. Hey, ich handel für Gold, du Affe! Nee. Uff. Ich hol mir noch mal ein bisschen. Bisschen Früchte! Alter, die Waffe ist so krass. Und Level up! Wow. Adrenalin deals 50% damage in rooms you have taken damage. Das ist krass. Ich sehe mich da nur bei Adrenalin. Einwände? Ich brauche Trinken. da war Random Dice. Ja, komm. Warum nicht? Diese Waffe ist einfach so geil für diese Mini-Gegner, die ich sonst nie treffe. Als ich einen Sniper hatte. Was ist das für eine Scheiße? Genau, als ich einen Sniper hatte, da muss ich halt auf den Punkt genau diese Viecher mit einem Schuss nochmal treffen. Das Problem habe ich einfach nicht. Upgrade and Repair Weapons. Da gehe ich auf jeden Fall hin. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann mit 18 Gold. Kostet bestimmt 20 Gold oder so. Ich geh gucken. Ja, es kostet 20 Gold. Scheiße. Mach's trotzdem. Gib mir einen Kredit. Was weiß ich. Mach's. Mann, hat er meinen Stab gebufft. Hier ist das ist nur für Rüstung quasi. Das bringt mir jetzt gar nichts. Die hört hier oben links. Man kann auch Rüstung quasi haben. Durch Consumables. Weiß ich gar nicht, ob das auch durch Consumables geht. Aber auf jeden Fall durch irgendwie Rüstungsteile kann man die Rüstungspunkte kriegen. Die kann man dann hier wieder auffrischen. Weil die sind permanent halt weg. Dann. Beziehungsweise ausgegraut. Random Potion. Ich habe das Let's Play, glaube ich, bei Hanno mal gesehen. Hat das angezockt. Ich glaube, es gab eine Potion. Oder war das eine Potion? Auf jeden Fall gab es irgendwas, was dann quasi jede Potion, die man danach einnimmt, permanent macht. Und das fand ich übel krass. Ich nehme eine Potion. Ah, scheiße, hat mich erwischt. Das ist Hurenkind. Scheiße. Egal, recovers one heart. Sehr gut.
Ja. War ja voll umsonst der Raum. Nutze ich ihn auch einfach mal. Hä? Warum geht denn dann nicht? Oder geht das nicht im selben Raum? Keine Ahnung. Ich habe noch nie so eine Falltür benutzt. Ich teste es mal, was da passiert. Ach so. Gott sei Dank hatte ich zwei Keys, ey. Wizard Cloak, Body Armor, plus one Mana. Jetzt haben wir wieder dieses Thema Mana, ne? Ich habe halt nichts. Und der Cloak, der belebt mich halt einmal wieder, ne? Angenommen, ich ziehe den mal eben kurz an. Ja gut, mein Maximalmana ist halt höher. Okay. Nö. Okay, hier holen wir uns mal noch einen Key, weil ich habe jetzt keinen Key mehr, leider. Ich sehe keinen Gegner, ich schieße einfach mal random dahin. Alle tot. Ah, das ist glaube ich ein Mana, ne? Warte mal. Naja, okay. Diese Sterne sind Mana, aber die generieren halt so schnell wieder, dass mir das gar nichts bringt. Verstanden. Ich gehe nochmal auf Potion, auch wenn ihr stärker ist. Alter, dieser Stab, ne? Jetzt habe ich wieder Mana aufgenommen. Jetzt habe ich 40 Mana. Okay, man kriegt Mana einfach in den Räumen. Okay, das ist natürlich geil. Man macht am Anfang halt viel mehr Damage. Das ist ein Damage Boost. Aber dann nach ein paar Sekunden ist wieder null. Okay, was ist das hier? Ein Random Potion Effekt. Mein Inventar ist voll. Dann werfe ich mal den scheiß Bogen weg. Pistole brauche ich sowieso nicht. Man kann keine Sachen verkaufen, ist das Dumme, leider. Wäre natürlich geiler gewesen. Dann nehme ich die Potion mit. Ein Bloodshrine. Ja, ist irgendwie ein bisschen schade, dass wir nichts verkaufen können. Zumindest wüsste ich es noch nicht. Ich habe es versucht. Man kann mit dem Typen halt nicht reden halt, ne? Mit den Händlern. Man hat die drei Items, die davor liegen, die kann man dann kaufen, aber mehr geht irgendwie nicht. Ja, echt so. Man muss verkaufen können. Händler müssen sinnvoll sein. Das würde ich mal ausnahmsweise nicht machen, weil ich habe jetzt keine Ahnung. Kann ich das nicht regenerieren hier? Recovers one heart. Ich will das konsumieren, Alter. Drink it, Bruder. Ich habe doch ein Heart verloren, oder ist das permanentes Tod? Check ich nicht. Stimmt, Gold. Boom. Ne, normal ist es immer Rechtsklick. Hier steht sogar auf Rightclick to Consume und hier steht gar nichts. Hier steht immer Rightclick to Consume. Wieso kann ich das denn nicht konsumieren? Ne, das wollte ich jetzt nicht. Hä? How can I use it? Offhand? Ne. Kapier ich nicht. Okay, schon wieder ein Boss. Waffe. Alle Stats plus 1, das nehme ich. Die in meinen Bienenstock eingedrungen sind, sollen gepunished werden. Hier und so. Was macht die Biene denn? Die hat schon. Ich glaube, die Bossgegner sind auch random, weil die hat schon gar nicht die Biene. Scheiße, der hat mich zweimal getroffen, ey. Kacke.
konnte ich wieder nicht einsetzen gerade. Ich konnte es aber gerade einsetzen, theoretisch. Man kann es anscheinend im Kampf einsetzen, aber dafür ist ja gar keine Zeit. Scheiß, Alter. Gerade erstmal aufs Dodge konzentriert, ey. Wow, wow, wow. Na, kacke, da ging nichts. Ich sehe halt einfach nichts, ne? Wenn ich selber schieße. Eben war ich voll, genau. Gerade eben habe ich gesehen, ich hatte halt so. Was ist das denn für komische Herzen jetzt hier? Bin ich vergiftet oder so? Jetzt kann ich es auch konsumieren. Okay, das war wie ein Bonusherz. Ich kann das in meine eigentlichen Herzen wohl, die zwei. Deswegen ging es anscheinend nicht. Okay, warum sind die jetzt grün? Cursed! Warum bin ich cursed, Alter? Scheiße. Poison. Take damage on entering. Ja, geil, Alter. Pff. Ist ja super nett. Ich hab nichts, obwohl jetzt ein random Effekt, den nehme ich mal. Okay, war anscheinend nichts dafür. Schade. Der random Effekt ist jetzt. Ja, 10% Crit Chance. Na toll. Stamina brauche ich nicht. Ja, scheiße. Das ist ja mega belastend. Ja geil, noch mehr Curse, lass mal besser. Ich gehe da mal zu den Waffen. Das ist so beschissen, Alter. Hier haben wir einen weiteren Zauberstab. Aber hier dran, ne? Magical und Strike. Was habe ich denn gerade? Nur Magical. Okay. Der ist aber Rang A. Aber ich fand diesen Beam schon scheiß gut. Hat doch eine krasse. Meiner hat eine krasse Range. Was kostet er denn hier? Ich kann mir einen ausruhen, stimmt ja. Ja, ganz so, das ist halt eine Nahkampfwaffe, hat keine Range. Und das hier? Ein Poison-Messer zum Werfen. Geflickt Poison. Aber wenig Base Damage. Ich guck mir mal den Stab an. Ist ja eh umsonst. Okay. Das ist quasi der Standardstab. Ich bleib bei meinem Laserbeam, würde ich sagen. Bombe und Gold. Ich geh mal zu Gold. Und schon wieder habe ich Schaden genommen. Alter, wie oft krieg ich denn noch? Ich bin doch nur für zwei Räume gedamaged. Warum habe ich jetzt immer noch Damage? Hier, Poison. Ich sterbe ja gleich dadurch. Was ist das für ein Beschiss? Ja, null Räume. Ja, danke. Okay, ich muss links rumgehen wegen dem Herz. Ja, ich war. Wieso nehme ich denn immer noch Schaden? Hallo? Jetzt bin ich nicht mehr vergiftet. Immerhin, ey. Wow. Okay, ich werde in die Taverne gehen. Ich habe einen Schlüssel. Was ist die Taverne? Jetzt kann ich mal einen reinsaufen, wenn ich Bock hab. Jetzt kann ich hier zu denen gehen, hier kann ich, ja, kann ich hier einen Drink anbieten, ein Bier für 10 Gold. Das gibt mir halt für ein paar Räume einen Angriffsboost, soweit ich weiß. Dann die alte hier, Drink, talk to the Taverner, charge for, ja, der verkauft mir Bier, ich weiß. Dann gibt noch so einen Hans hier, was war der nochmal? Der labert jetzt irgendeiner Scheiße zu und dann will der mir Sake verkaufen für 15 Gold. Die denselben Effekt hat wie Bier. Dann gibt's eine Heal-Tante, da gehe ich zum Schluss hin. Was ist das denn hier? Den kenne ich gar nicht. I'm so dry. Ach, das bist du, Eike. Sag das doch gleich. And just gonna sit here and accept it. Ja. Schlaf gut.
Da haben wir ja einen Magier-Typen. Sell Souls. Krass, ich kann 500 Seelen für 10 Gold verkaufen. Das ist ja mega scheiße. Ne, lass mal. Dann gebe ich hier noch so ein Typi. So ein Farmer, ja, der labert mich mit Scheiße zu, genau. Der will meine roten Würfel verkaufen für 5 Gold. Nee, danke. Ich werde mich erstmal an der alten hier hochheilen. Wenn du verstehst, was ich meine. Stört Baker Pilz, bitte. Das, ja, da sehe ich dich, ey. Das bist du damals im Helvete, ja. Für 10 Gold ein Ding heilen. Ich muss halt mal machen, weil ich sonst kacke ich gleich ab. Und ein Stört Baker Pilz hätte ich gerne. Ja, danke. Oh. Geil. Ich gesell mich zu dir. So, das Pilz, ne, ein Stack von plus 10 Damage. Ne, dasselbe wie die Sack quasi. Ja, Nom. Das wäre ein geiles Emote einfach. Einfach das Ausrufezeichen Störte Baker oder so. Da kommt einfach ein Störte Baker Pilz, bitte. Einfach so Insider-Commands, das ist doch geil. Ich hole mir ein bisschen Gold ohne Bombe. Hopp ich. Nochmal ein Item Shop. Oder Loot. Ich glaube, Item Shop sehe ich nicht so wirklich, ne? Ja, ich. Ja, komm, Loot. Loot. Ja, Item Shop, ne? Ja, okay, Loot. Yeah, damage alle! Komm, damage sie alle! Komm, damage sie alle! Ah, ein geiler Loot, ey. Einfach nur Gold. Ich habe keine Bombe mehr, also muss ich jetzt zum Medium Gold gehen. Noch mehr Geld. 3 Stärke, Random Infusion Effect Item. Hier muss ich zu 3 Stärke gehen, tut mir leid. Ah, kacke, nicht aufgepasst gerade. Okay, das hat mich aber gerade geheilt. Ja, Gold! Eine random Magic Waffe oder ein random Helm? Ich habe noch keinen Helm. Deswegen würde ich einen Helm nehmen, falls ich diese Runde überlebe. 2 Gegner? Wir verteilen diesen Platz mit all unserer Stärke. Ja, let's go, Bruder. Okay, ich will erstmal diese Bullet-Hölle wegmachen. Dodge. Mein Bruder! Ich sollte am Arsch, Junge. Wow, Junge! Bullet Hell ist her! Ah, diese Kack-Bullets, ey! Ich kann so eine Scheiße nicht! Hat auch funktioniert. Guck mal! Ich habe eine Seraphim-Maske gefunden. Eine Goldmaske plus 5 Gold found. Hallo. Sehr schön. Die Wüste. Ja, hier nehme ich nochmal einen Key mit. Oh, holy shit. Er zieht an. Ein Schrein, den nehmen wir doch.
Ah, fuck, zu spät gedodged. Meine Reflexe lassen nach. Zumindest mehr Damage für ein paar Runden. Für wie viele Runden? Hier, 10. Random Potion. Ja, ich gehe zur Potion. Bin ich wieder vergiftet? Ey, was ist das denn, ey? Ey, dieses Gift ist ja mega unfair. Und dieses Curse kriege ich auch nicht weg. Das ist einfach nur Scheiße, was soll das? Speed bei 5 Runden, ja geil. Ja, vor allem es gibt nur so eine Potion, womit man dieses Curse wegmachen kann und nur eine Potion, womit man Gift wegmachen kann. Das ist einfach super geil, dass ich die Scheiße jetzt immer aushalten muss, weil ich so eine Kacke halt nicht hab. Bonbon. Lock Chest that requires you to pay. Ja klar, ich kann es an ein Herz opfern. Ja, geil, ich muss da sogar. Ah ne, muss ich nicht. Warte mal. Ich nimm's einfach so einen Würfel. Geiler Würfel. Hat ja alles so schnell gebracht hier. Ja! Warum ändert sich der Raum denn nicht? Komplette Waste hier. Ja, dann gehe ich hier halt rein. What the fuck, Alter? Kommt hier einfach mal so ein Nebenboss oder was? Junge, chill doch mal eine Runde! Alter. Zähl den Movement Speed, ja, kann ich aber nicht gebrauchen, du. Ranger Cloak evades the first damage hit you to take everyone. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Scheiß Spiel, echt mal. Verkaufen. Zurückgeben kann ich da nicht mehr. Ja, der holt mich einfach vom Tod zurück und der gibt mir einfach nur einen Schaden. Das, also ist der immer noch besser. Die Hasenohren. Ich kriege mehr Gold, hier bin ich schneller. Also. Tja, also ich muss nicht schneller werden, das bringt mir halt nichts, finde ich so. Weiß ich nicht. Ich gehe nochmal auf Level, vielleicht kriege ich nochmal ein Level ab. Was ist hier los? Moment. Ja, Level up. 50% mehr Damage, but weniger. Wobei. Da kommt weniger Attack Speed, ne? 20 Crit Chance. Increased Attack Speed when you pick up a Mana Star. Ich sehe mich da so bei Crit. Entweder das erste, weil bei Damage ist schon krass. Auch wenn ich langsamer bin. Oder mit den Hits, die ich mache, Crit. Irgendwie sowas. Oh. Ich werd alt. Ja, ich hätte auch gesagt Crit, obwohl ich echt so ein Damage-Fan bin, aber. Ach, nimm ausnahmsweise mal Crit. Und ein Herz. Quinte Shrine cursed you on consumption. Ja, ich habe ja nicht schon einen Fluch in der Wacke, den ich schon seit 3 Runden nicht wegkriege. Tja. Nom. Bomben habe ich auch schon lange keine mehr. Grants a random infusion. Ich muss mal den Effekt testen, was das hier nochmal genau ist. Beziehungsweise ich muss es einfach nur ausprobieren, weil ich habe ja eh random.
Was haben wir denn hier? Wirklich ist Feuer vor. Okay, für 10 Räume nur. Na gut, aber why not, ne? Ich glaube, das zwiebel ich mir auch sofort mal rein. Wo ist es denn? Hier. Why not? Upgrade the weapon. Jetzt habe ich doch Kohle. Let's cleanse the shrine. Cursed. Ja, ja. Moment. Erstmal talken. Also, ich muss nochmal kurz ins Inventar. 150 bis 175, 4 APS, 200 Range. Ja. Knapp 25 Schaden mehr. Kann ich nochmal upgraden? Ich kann nochmal upgraden! Ja. Ja, nehme ich. Melee, Accessoire, wenn, ne? Pharao, bist du's? Wir machen mal ein bisschen Damage, würde ich sagen, ne? Jetzt rastet der jetzt richtig aus, ja. Ah! Voll überrennt er mich einfach. Der war scheiße einfach. Okay, hier muss ich überlegen. Ein Herz weniger, aber 25% Base Magic Damage. Voll rein jetzt. Gott, die werden separat hochgerechnet, ne? Warte mal, wir gucken hier. Offense. 780 Total Damage. Alter. Aber wo kommt der Base Damage dann her? Das ist ja nicht der Stab, oder? Sag mal, schiebe ich den Scheiß hier rein. Doch, ist der Stab. Hä? Oder ist dieses... Heißen diese Dinger, dieses C, A, heißt das dann quasi, was den Base Damage ausmacht? Weil hier habe ich ja A und hier habe ich ja nur C. Dass deswegen mehr Base Damage ist, das wäre auch mehr Damage insgesamt tatsächlich, ne? Aber die Waffe ist halt extrem geil, weil die so breit schießt. Und eigentlich immer trifft. Irgendwie. Ah, ich geh mal weiter. Ah, noch ein Tipp hier. Tipps für Abenteurer. Wusstest du schon, du kannst erkunden Treasure, ja, Truhen und so. Und Slotmaschinen mit Bomben. Ja, wir haben schon gezockt, alles gut. Placement ist schon da. Ich hätte gern Bomben, aber ich brauche auch Intelligenz. Denn ich bin nicht der Schlauste. Nom. Und nochmal Intelligenz. Mr. Krabs, nein! Thaddeus, nein! Warum? Thaddeus! Gut. Locked Chest. Ich guck mal, was in der Locked Chest drin ist. Ah, Mist, wurde erwischt. Asche. Medium Gold, Intelligenz. Schon wieder Thaddeus. Ja. Ich hab Thaddeus getötet. Du Schwein. Schade. Na, obwohl, brauchst du echt eh nicht, ne? Also. Geld. Mr. Krabs, nicht du auch noch?
Hilfe, Bullet Hell, From Hell. Es ist zu spät für solche Spiele, ey. Stärke gegen Geld, komm, Level up. Gönn. Jawohl. Also, ich müsste jetzt mal langsam ins Bett gehen, ne? Kann ich mal sterben? Gain 20% Base Damage per Infused Damage Type from Status Effects on you. Current Bonus 20% Damage. Was genau heißt Infused Damage in dem Fall? Also Damage, der durch Statuseffekte dann hervorgerufen wird. Okay, stops Mana Degeneration when you attack at full Mana. Achso, discharge all Mana to deal massive area damage. Ja, okay. Plus 1 to Intelligence Proficiency. Adds plus 1 to Intelligence Scaling. Increased Damage increased from Scaling by... Das letzte. Ich weiß zwar nicht genau, was Intelligence Proficiency ist, aber es wird auch nicht irgendwas mit dem mit Intelligenzschaden zu tun haben. Ich bin eigentlich so, ich bin verflucht, weil ich nicht sterbe, ja. Ich bin immer noch verflucht übrigens, ne? Nur mal so nebenbei. Ich hab immer noch den scheiß Curse hier. Minus ein Heart per Stack. Ein Shop. Oder Bomben. Das war die Klospülung von oben. Was haben wir denn? Schokolade! An sich nicht verkehrt, ne? Zwei Intelligenz für einmal Dexterity, was auch immer das genau ist. Das ist auch geil. Brokkoli! Geil! Besonders Increased Damage Bonus from Mana. Aber ich hab so einen geilen Ring schon, ne? Warte mal, ich geh mal eben hier hin. Ja, Base Magic Damage ist halt schon krass. Also, ich... Klo TV, ja. Leider Gottes. Aber ja, ich gehe, glaube ich... Weil ich brauche die, ich weiß nicht, ob ich das Dextery auch für passiv irgendwie brauche. Das ist halt so eine Sache, ne? Wo ist es? Hier, Dex habe ich 5, aber was macht dieses Dex? No idea, Bruder. Attack Speed vielleicht. Weil es auch grün ist? Aber es ist ein anderes Grün, oder? Ne, ist anderes. Ach, keine Ahnung, Alter. Ich nehm den Scheiß Intelligenz. Nimm Schokolade. Ist eh leckerer. Abfahrt. Ich nehme einfach beides. War eigentlich gar keine Option. Ich nehme einfach beides. Jetzt kann allein nichts verkaufen, das ist echt scheiße. Gut, jetzt holen wir uns Bomben. Oh, der Hai ist scheiße, der ist immer so schnell. Mr. Krabs! Ich hole mir jetzt noch einen Key. Ich hab keinen Key. Diese Waffe, Alter, ey. Ja, weiß ich nicht, weil die verändert sich ja auch nicht, die Attack Speed, ne? Die bleibt ja... Ah, 4,14! Okay! Doch, also... Ja gut, dafür, dass ich habe jetzt eben 3 Punkte bekommen. Dafür ist jetzt auch um 0,03 hochgegangen. Kommt mir so ein bisschen wenig vor, oder? Naja... Magic Weapon oder Fettkohle? Ich mag meinen Stab. Ich nehme die Kohle. Thaddeus, nein! Wo ist er? Oh.
So, der fliegende Holländer dazu, ey. Ja gut, aber es sind immer noch plus zwei Decks, die ich gemacht habe. Naja, aber da habe ich immer noch so gesehen plus eins durch die beiden Kombi da gemacht. Und dafür dann so wenig, weiß ich nicht, finde ich komisch. Ach Mist, hab ich aufgepasst wegen dem einen Scheißding hier, ey. Ey, diese Kack-Mini-Kugeln, die nerven. Ich hasse Bullet Hell-Spiele, ne? Das ist so eine Kacke. Ey, kein Plan, Alter. Leider habe ich ein Leben verloren. Scheiße, das hätte nicht sein müssen. Jetzt habe ich meinen Revive verwirkt. War doch. Pro Floor! Der Mantel ist OP, Junge. Stimmt noch ein Key. Ich habe keinen Bock, Leben zu vergeuden. Ah. Genie, tu's nicht! Gut. Lockchest. Stuff. Und ja komm, dann machen wir mal eine Truhe auf. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß sehr wenig, was in diesem Spiel passiert. Aber es passiert. Ey, ein Handy, cool. Das neue iPhone. Tower Shield ist eine Offhand für zwei, aber kann ich Offhand tragen? Nee, durch den Stab nicht. Ne, Talisman ist hier. Also, ich muss das Schild nehmen. Warte mal. Bisschen Müll weglegen hier. Komm weg. So, mal eben gucken. Jetzt habe ich 3-1. Ach. Das ist ausge-X. Das heißt, ich kann. Das ist überhaupt nicht aktiv, weil das hier ein Zweihandstab ist, wahrscheinlich. Deswegen ist das komplette Latte, was ich nehme. Naja, falls ich mal irgendwie in die Waffe wechsle auf einen Einhandstab, dann ist das so. Dog Chest. Multiple Potions der Position. Kamehameha! Nein! Pam, 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 pam. So. Wir haben Defy Death plus one more time per room für drei Räume. Increase Movement Speed. Ja, toll. Ey, wann kriege ich endlich so eine Anti-Depressiva-Curse-Impfung? Und die Waffen, Mann. Okay, jetzt haben wir so ein geiles geheilige Bibel nochmal. Mit S Plus, okay. Minus 60. Minus 10, sorry. HP gains 10% rotation speed on killing a boss. SS. Habe ich nicht gesagt. Steht da. Rang S und Rang S meine ich natürlich. Okay. Der Todesstrahl. Gun ist magisch auch noch. Ey, das Ding ist quasi wie die Sniper. Oh nein, ich hab... Ich drücke mal aus Versehen auf... Also im Abs... Also ich versuche... Ich drücke mal auf Q für Inventar anstatt auf F. Vielleicht Floor 10? Scheiße, was habe ich eben da mal gesagt?
Das ist quasi. Das Ding ist quasi genau wie die Sniper. Ich habe keinen Key. Ich gebe dir Sniper, also mit dem Lasergun jetzt einfach mal weiter, die ist halt zu krass. Wobei, ich muss halt immer treffen, ne? Ey, wie kommt die mir gar nicht so geil vor? Die müsste eigentlich eine One-Shot-Waffe sein. Scheiße. Okay, ich muss die Waffe wieder wechseln. Das ist ja schrecklich. Ach so, ja stimmt, das war das, ja. Ich hatte es so halb im Hinterkopf, aber hab das wieder wie vergessen. Mal gucken, hier hätte ich... Boah, mal, Total Damage 4000? Aber das kam mir gerade mega wenig vor. Aber wahrscheinlich, weil ich mit dem hier in 2 Sekunden nur einen Hit mache. Und mit dem mache ich halt 4 mal so viel. Also kommt irgendwie auch selber raus, glaube ich. Gehe ich mal von aus, oder? Ich weiß nicht. Ich würde die Waffe für Bosse oder so lassen, aber nicht für diese Masse an Leuten. Ja, alle Rüstungsdinger reparieren, aber ich habe keine. Belastend. Moment, wenn ich die... Wenn ich Lasergun habe, habe ich Rüstung. Okay. Ja, komm. Aber ich finde es irgendwie anstrengender mit dem hier. Muddle mit Potions. Habe ich einen Schlüssel? Nein, habe ich nicht. Scheiße. Junge. Gold, wenn shattered, repairs, upgrade weapons. Also wenn ich einen Laser jetzt noch upgrade, ne, dann 990 bis 1100. Ja, also von den Zahlen her sieht das geil aus, aber es fühlt sich nicht geil an. Wie weiß ich nicht. Lock Chess, Bomben. Okay, Genie ist One-Shot. Manchmal. Alter. Okay. Manchmal ist es echt krasser Damage und manchmal wie so, weiß ich nicht. Range Weapon, da gucken wir mal bei Accessoire, was da so abgeht. The Dragon!
Ich schieße immer daneben. Triff doch mal, Mann. Nein. Oh. Okay, das war krass, Kacke. Ah, genau, mitten rein oder noch, ey. Ich hab immer knapp daneben geschossen, ey. Mann, 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 Mann. Jetzt geht's nochmal los, ey. Ey, ich treffe immer nicht, ey. Ich kack mir in die Hose. Komm, ich seh den halt nie. Immer wenn ich halt schieße, ist er weg. Alter, Laser ist halt scheiße, weil ich ihn nicht treffe. Ey, ich bin doch gedodged, Alter. Ja, ich hab... Junge. Ey, das ist mega belastend, ey. Ich glaube, ohne Laser hätte ich schon besser geschafft. Was ist das denn hier? A Soul on Room Completion. Soul Hard oder was für eine Soul? Was gibt der denn hier? Das ist halt Base Damage, das ist halt ziemlich krass, ne? Dann schmeiße ich halt den weg. Ja. Mal gucken. Base Damage 5000, also der Base Damage ist da 900 bis 1000. Das ist schon viel, ne? Hä? Immer noch? Ach, warte mal, hier habe ich 5,8 und 6,4. Hä? Kapier ich nicht. Jetzt bin ich schon wieder auf Floor 8, ey, so wie heute Mittag. Ich hab auch alles verspielt, ne? And if you know, locked cellars are probably a hidden stash for something. You better prepare two keys. Ja, okay, das hatte ich eben auch schon einmal, wo ich zufällig auch zwei dabei hatte. Okay, auf keinen Fall Bomben habe ich mehr als genug. Als wenn du mich da random getroffen hast, du kleiner Bob, ey. Hä? Warum ist jetzt ein Hitter? Hä? Warum wurde ich gerade gehittet? Ich hab irgendwas nicht mitbekommen. Fleisch. Hey, Junge, ich sehe nur noch Scheiße hier. Ey, ich glaube, die Waffe ist immer noch besser als der scheiß Laser. Ohne Witz. Als wenn ich halt wieder getroffen wurde von irgendwas. Mann! Aber eigentlich ja gut, dann kann ich wenigstens langsam mal ins Bett gehen, ey. Scheiße. Komm, random item. So hitte ich halt einfach random, obwohl ich gar nicht halt durch hinziehe. Wow, 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 weg hier. Guck mal, tot. Ich hab die Hälfte nicht mal gesehen. Was ist das denn? Oh, raises your level. Okay. Nehme ich mit. Für. Ach ja, ich hab ja wieder den hier. Scheiße. Ja, komm, Movement Speed für 5 Räume.
Boah, Junge. Ja, genau, diese eine scheiß Bullet kriegt mich da, auf die ich gerade nicht geachtet habe. Ficken, ey. Ich glaube, jetzt sterbe ich, ne? Habe ich noch ein Item, was mich irgendwie hochheilen kann? Okay, das hier habe ich noch. Potion, die kann ich noch einmal heilen oder wiederbeleben. Also ich dort schon mehr trotzdem getroffen, belastend. Hä, ja, was ist da denn hier noch? Hey, da? Ah, okay. Wer ist das denn hier? Hallo. Also Shop habe ich zu wenig Kohle für. Ich gehe hier rein. Mist, ich habe es gesehen, aber ich konnte nicht mehr ausweichen, weil ich zu schwach war mit meiner Reaktion. Schlüssel. Sit, stay and have a drink. Ich glaube, ich ziehe mir echt mal einen rein. Ne? Beziehungsweise ich heile mich mal einmal. Ah, ja, mein Gott. Stärke. Okay, geil. Ich bin jetzt Level Up, ich kann dann nochmal Level Up werden. Zwei Herzen mehr. Höhere Attack Speed. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, man muss einen Run durchziehen, habe ich das Gefühl. Ich gehe jetzt hier einfach mit Attack Speed. Oh, schissen. Escape. Ne, give up. Man kann nicht speichern. Okay, ich ziehe mir jetzt den... Das hier rein, raise up a level. Bin direkt. Ach so, das hat ein ganzes Level. Ja, toll, hätte ich schon vorher ziehen können. Stuff for Magic Users oder Random. Was haben wir denn hier? Interact. Ja, lesen wir mal, was da steht. The Forbidden Knowledge drives you mad. Ach so! What have you seen? Plus one critical hit chance. Ich dachte, das wäre ein Debuff oder so eine Scheiße, Alter. Boah. Wie viel mache ich denn jetzt? 50%? Helm? Brauche ich einen Helm? Ja. Ich habe nur so einen scheiß Goldhelm, ne? Obwohl das auch geil ist. Wenn ich nur schaffe, ne? What brings you to me? Ja, Elfenkönigin, ne? Succubus, Alter. Die lässt mich in sich verlieben. Nein. Liebe meines Lebens. Ah, ich hab mich verliebt. Scheiße. Ich bin tot. Hab mich verliebt. Wo ist die? Ich sehe die noch nicht mal. Hä? Was geht hier ab? Oh, ey. Das war doch kein Hit, oder? Hallo? Warum ist sie gerade in mir gespawnt? Hatte ich nicht noch so eine Potion, um ich einmal noch länger leben kann, wenn ich down gehe? Oder war die schon aufgebraucht irgendwie? Alter, 4.500 gesnackt. Ja, nice. So viel zu eine, mal eben eine Runde hier Tiny Rogues. Das ging jetzt über eine Stunde. Scheiße. Ich finde die Mucke geil in dem Game irgendwie. Na okay, reicht aber auch. Da ist die Mucke auch geil. Kann man echt lassen, ne? Ach schade. Wird nicht übernommen. Weil ich könnte es aber auch so machen. Ich mach die hier aus.
Naja, gut. Also auf jeden Fall, ich glaube, wir müssen alle langsam ins Bett, weil wir wahrscheinlich alle morgen arbeiten müssen. Und das nicht gerade spät. Ja, ich habe keinen Bock. Ich glaube, ich kündige und werde Hartz IV-Empfänger. Kann ich jeden Tag streamen. Oder schlafen. Naja. Auf jeden Fall sag ich mal, bis morgen, bis die Tage, schlaf gut und ich sollte die Musik noch einmal kurz stocken, aber ich mach's direkt danach wieder an, weil ich muss ja einmal aus dem Bild raustappen. Ja geil, 6 Stunden, läuft doch, reicht doch. Gut, schlaf gut, bis die Tage. Ciao. Das war blöd. So, jetzt aber.